ich ihn einfach jetzt noch mal ärgern und einfach reinkommen bei ihm ins Zimmer? War das das? Nee, der Tote. Kann aber nicht rein, okay. Will ich jetzt hier vorne weiter umschauen? Aber hier ist, glaube ich, nichts. Kann Tucker mitnehmen. Mal zum Mui gehen. Also, was die sagt. Wollen wir die Gucklöcher Bescheid geben? Mal gucken, ob die Mutti überhaupt noch da ist. Ups, was war das denn? Okay, es ist der Friedhof und es gibt auch Tiere hier auf dem Friedhof. Die Schippe mitnehmen? Ich kann keine Schippe mitnehmen. Ich will eine Schippe mitnehmen. Ich will jemanden auf die rüberhauen. Darf nie das schöne Zeug mitnehmen. Oder generell irgendwas mitnehmen. Ich habe Milch dabei. Ja, super. Aber hier ist auch nichts. Ich wollte doch eigentlich zu Mutti gehen, oder? Ich bin ja wieder so ein Wackelkopf. Ja, sieht aber nicht so aus, als wäre hier großartig irgendwas Interessantes im Moment. Lampe und so Zeugs. Und hier ist das Tierfriedhof. Friedhof der Kuscheltiere. Ich dachte früher, Friedhof der Kuscheltiere wäre ein ganz anderer Film. Es würde wirklich um Zombie-Kuscheltiere gehen. Aber es geht nicht um Zombie-Kuscheltiere. Geht um was ganz anderes beim Friedhof der Kuscheltiere. Hallo, würdest du? Danke. Der Friedhof der Kuscheltiere war, glaube ich, auch eins der ersten Hörbücher, die ich mir gekauft habe von Audible zum Hören. Das ist echt interessante Geschichte. Aber ich kann ja nicht hier rein, okay. Aber sie ist da. Aber relativ wenig Bewegung, aber es ist keiner an den Charakteren liegen. Wie kann ich das jetzt machen? Wie kann ich das jetzt machen, dass die. Muss ich das petzen bei der Polizei einfach? Komm ich von hinten? Es ist manchmal wird es hier so dunkel. Was soll denn das? Ich kann Spanner nicht hin. Wie viel sehe ich denn? Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Wieso stand sie auf einmal da? Ich wollte mal Hallo sagen. Was ist mit ihmchen hier? Ah, jetzt ist das Bad. Bleibst du in deinem Bad oder kommst du noch mal raus? Was wollte sie denn? Ich will nochmal Kuckuck sagen. Aber der Detektiv ist auch schon weg. Soll ich jetzt einfach zur Polizei gehen, petzen? Hier kann ich nichts mehr tun. Ist jetzt hier jemand? Kann ich dir das petzen? Nö. Ist hier jemand?
Kann nicht jeder? Nee, es ist dir eigentlich relativ egal. Ja, gut. Muss ich das dem Bürgermeister doch petzen? Mit dem mit dir reden? Gut. Gut. Im Laden waren wir auch, und vielleicht muss ich wirklich einfach alle Dinge abklappern. Mal sehen. Wollen wir mal hier beim Imbiss gehen, der ist hinter mir. So, kann ich hier in den Imbiss rein? Must have cost a fortune. Ja, er hat seine Suppe nicht gegessen. The funny thing is though that the damn thing keeps triggering almost every time he's cooking. And sometimes he has to run to his house because he left the stove on. That doesn't sound like a person who's responsible enough to be a mayor, let alone a senator. I know. But it's a good thing he has to Otherwise, I'm sure he would have burned the place down many times. Probably my livelihood with it. Oh right. Your reception. But aren't you across the street from him? Well, I guess it's kind of unlikely that my house would catch fire from his. Ein Feueralarm. But it's annoying, to say the least. Well, hello there. What can I get you, honey? Pfannkuchen. He doesn't really speak, Cheryl. He doesn't? That's strange. Is there something wrong with him? Yeah, alles in Ordnung. There's nothing physically preventing him from talking. I think it's mainly trauma induced. But it's hard to say. Ja, finde ich nötig, mit euch zu sprechen. Kann ich? Chicken noodles. Thank you. Hey. Die Leute haben über einen Alarm im Haus des Bürgermeisters gesprochen. Okay. Ich höre die hier draußen reden. Ah, der Feuermelder im Haus. Aha, aha, aha. Da war schon ein paar Hinweise, was wir tun können, dass der Bürgermeister hier bleibt. Ich habe zwei Waschbecken, aber nur ein Klo. Den Teufel. Na, ist aber einer. Ich hab viel machen. Hey. Dann verbrennt irgendwas. Fühlt sich halt echt hart seltsam an. Oh, sie ist im Tresen drin. Gute Frau, tut das Ihnen nicht weh? Kann ich mir nicht einfach hier irgendwas nehmen? Ich nehme so eine ganze Kanne Kaffee. Ich einfach registriert kann. Es interessiert doch einfach keiner, der Junge hier ist. Nur eine Dose mit irgendwas? Kann ich die dann irgendwann austauschen, weil es einfach Ratten gibt oder so, wie beim anderen Teil, beim ersten? Ja, ist noch ein Teufel. Ansonsten nix. Okay. Aber ich habe etwas über den Feueralarm gelernt. Das ist doch schon mal gut. Ich glaube jetzt einfach die Dinger nach und nach ab. Und dann habe ich irgendwann genügend Hinweise. Hier runter. Gabriels Haus. Ist das die richtige Richtung? Ja. Na, guck mal. Ah, so unser Kollege. Wo ist er denn? Der war doch eben hier, klar. Fossil. Wait a minute. Did they already sell the house? That was fast. This used to belong to Ivor's family. They finally decided to move out after what happened at the, you know. Ah.
kurz erschreckt. Verschluckt habe. Die sind ausgezogen. Gabriel anscheinend rein. Ja, die Reifen stehen lassen. Die sind in die Erde schon rein. Versuchen, so lange stehen die hier. Aua! Musst du Pipi machen? Ich muss mal kurz mit der Lola raus. Gut. Okay, hier kann ich nicht rein. Oh. Wir klingeln einfach mal. Ein gut. Hello, Detective. It's nice to see you again, Detective. I have to say that I didn't expect to see you here. You're the new owner? What the hell are you doing? Ist genauso überrascht. What do you want? Ja, was wird Gabriel von des Teufels Kind warten wollen? Well, you know the official story. Unofficially, I'm just here to see this thing through. Maybe I have a small ulterior motive to make you guys think again about your whole quest here. But other than that, I promise. I'm not here to really interfere. The boss mostly likes people to make up their own mind and not force them. Was so faul. That whole free will thing, you know. I think we're doing just fine without your observations. Thank you very much. Come on, son. It's all just so pointless. This is not going to end up like you think. Jack's been through a lot, and Lucifer loves to feed on troubled souls like him. Okay, son. You should go with him. I see that you are not ready yet to accept Jesus as your friend. It remains to be seen if you ever will be. Ich bezweifle es auch so ein wenig, weil, wie gesagt, unser Daddy ist der Teufel. Ich weiß nicht, ob er und Jesus so gute Buddies wären. Ich bezweifle es. Ich glaube es eher weniger. Ja, irgendwie hat das Hubs jetzt. Kann ich rein? Nee, lass mich rein! Mensch, schönes Kinder. Ich will gucken, ob ich irgendwas einsammeln kann. Nein, nicht. Okay, weiter unten haben wir doch die Kirche und den Hafen. Dann haben wir noch einen Schrottplatz, irgendwas anderes, eine fehlende Übersetzung. Ist ja einiges noch hier. Müssen wir das alles abklappern. Wir müssen auf jeden Fall nochmal zum Bürgermeisterhaus zurück, weil da haben wir ja den Tipp gekriegt, dass das die Alarmanlage auf das mal fehlschießt. Der muss ja auch noch im Dorf bleiben. Der darf ja nicht weiter. Der darf nicht weggehen heute Abend. Aber ich habe hier Zeit nicht wirklich gegen mich. Es ist irgendwie schon die ganze Zeit so hell. Keine Zeit in dem Spiel. Ich hätte nochmal fliegen sollen. Ich glaube, es wäre schneller gegangen. Ist doch alles so verdammt weit auseinander. Was soll denn das? Da ist die Kirche. Mal sehen, was der uns zu sagen hat. Der war ja schon echt seltsam auf der Gartenparty. Der Dingenskirchen. Der Pfarrer, das ist das Wort. Wir versuchen erstmal den Haupteingang. Nope. Yay. Okay. Eins von. Ah, ich muss die drehen, um überhaupt die Kirche betreten zu können. Okay. Zwei von vieren. Na, wenn ihr noch irgendwo. Kann ich da jetzt rein? Hier kann ich rein. Wieso haben die eigentlich überall Türme? Was soll denn das? Sammelfigur. Achso, die Glocke, das macht tatsächlich Sinn. Kann die Glocke läuten? Aber ich so. Schraubenschlüssel, um sie zu lockern. Ja, einen Schraubenschlüssel haben wir doch. Würdest du?
Okay, zu weit weg. Kann ich die Glocke läuten? Kann ich die Glocke läuten? Gut, dass das kaputt ist. Hab ich doch, was willst du denn? Ach so, ein Schraubenschlüssel, kein Schraubenzieher. Oh. Ich habe das falsche Werkzeug. Aua. Komm jetzt, Junge! Der hängt auch immer so komisch. Zur Steuerung halt echt nicht geil. Ich glaube echt, die Steuerung im ersten und im zweiten Teil war doch besser als in das hier. Obwohl vielleicht nicht unbedingt im ersten Teil, die war auch sehr, sehr schwammig. Kann ich hier rein? Das klang sehr hohl. Zählt das große Kreuz als Kreuz, das ich umdrehen muss? Mir ist kein anderes mehr. Es wird wahrscheinlich dazu zählen. Ach, guck mal. Ja, das wird das. Okay, ich brauche einen Schraubenschlüssel noch. Bisschen zu warm. Ja, okay, das große wird schwierig, aber Schraubenschlüssel habe ich noch nicht. Der Hafen geht irgendwo seitlich ab. Mit dem Hell-Dunkel ist echt komisch, weil Sonne. Oh, noch eine Teufel. Teufelsfigur. Kann ich schwimmen? Muss man gleich mal gucken. Oh, da waren. Ey, da war noch eine Teufelsfigur. Okay. What do you got going on there, Larry? Detective. Hello there. Sorry about that, Lucius. Can't take you fishing before I get a new oil filter. Oh, that's all right. We're keeping busy. Busy? I'm busy, you're busy, we're all busy. But the boy needs to learn how to live from the land. He needs to learn how to fish like a real Winter Hill man. Yeah, yeah, I know. Well, let's see when you get that boat running again. Oh, I'll get it fixed. I already told Bruce to order some new ones. Okay, man. Talk to you later. Das ist aber das Ding, was ich schon gefunden habe. Dieses. Aber das ist kein Filter. Okay, ich kann es dir nicht geben. Wird es wohl nicht sein. Warte, hey. Vielleicht haben wir ja irgendwie was. Schraubenschlüssel oder Kuhfuß oder irgendwas, was uns irgendwo anders weiterhilft. Irgendwas verstellen. Tasse mitnehmen. Ja. Ist halt auch nichts, was ich hier brauchen könnte für einen Moment. Spielrahmen. Okay, ich kann Spiel nicht speichern, speichert alles komplett automatisch. Mhm.
Aber nicht so nah an der Küste. Ah, ich hab's Klo gefunden. Küche, ein kleiner Ofen. Das sieht doch eigentlich echt gemütlich aus hier. Auf seinem Boot. Und vielleicht kann hier erstmal nichts tun. Ich wollte gucken, ob ich schwimmen kann. Ich nehme das mal als Nein. Ich habe mir ja schon geguckt, hier war ja auch nichts, was uns interessiert. Geh mal weiter. Wo können wir noch hin? Hier haben wir auch noch zwei Stellen. Also müssen wir jetzt wieder hoch und darüber. Dann kann ich wieder zumachen. Wir können Abkürzungen nehmen.